Willkommen zur Online-Themenwoche der Deutschen Schulakademie zum Webinar Gute Schule nach Corona. Was lernen wir aus der Krise? Ich freue mich, dass so viele zu uns gekommen sind. Ich freue mich über viele Beteiligte. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Mein Name ist Christina und ich darf gemeinsam mit Vincent Steinl von der Deutschen Schulakademie moderieren. Hallo Vincent, zeig dich kurz, damit wir dich sehen. Er wird vor allem, Hallo. hallo, schön, dass du da bist. Er wird vor allem den Chat im Blick haben und auch die unterschiedlichen Beteiligungsformen. Wir werden vor allem das Mentimeter nutzen. Daher schon mal hier der Mann aus dem Maschinenraum, wird sich auch noch mal kurz zeigen, später zeigen. Danke dir, Vincent, an der Stelle. Ich freue mich, dass wir diese Themenwoche gemeinsam gestalten, dass sie so enorme Resonanz erfährt. Sie haben also sicherlich schon das Morgenradio, den Morgenkreis erlebt, ein Tagesbriefing bekommen. Sie haben vielleicht heute auch schon ein Webinar besucht und so weiter. Ich möchte Ihnen noch ein paar Hinweise geben. Alle Infos finden Sie auf der Website. Und dass dieses Webinar aufgezeichnet wird, aber tatsächlich nur der Bereich, wo ich jetzt groß zu sehen bin und der Chat zum Beispiel nicht. Also dass Sie da auch sich beteiligen können, ohne dass Sie im Nachgang sozusagen zu sehen sind etc. Das vielleicht als Hinweis. Und dann auch der Hinweis, dass Sie natürlich auch im Nachgang sich das nochmal in Ruhe anschauen können, dass so viel. Im Mittelpunkt stehen Erkenntnisse von guten Schulen, das vielleicht vorweg, während und in der Corona-Krise, ob sie nun vorbei ist oder nicht, können wir vielleicht auch am Rande diskutieren. Manche sind tatsächlich auch mittendrin. Gleichzeitig möchte ich meine Impulsgebenden und Gäste und die viele Mitwirkende in diesem Webinar kurz auf die Bühne bitten, dass sie sich kurz zeigen. Und dann sehe ich Alexander Gröschner von der Uni in Jena. Ich sehe Andreas Meißner. Hallo, Hallo, Tanja. hallo. Hallo. Hallo Tanja, grüße dich auch und Wolfgang. Hallo, alle diese Menschen und noch einige mehr, die ich auch noch vorstellen werde, wie zum Beispiel Alexandra Marx aus der Deutschen Schulakademie, dort wissenschaftliche Referentin, wird auch zu sehen sein. Hallo, wie genau und so weiter, erzählen wir dann später. Erstmal so, dass Sie die Personen kennen, die hier im Hintergrund auch schon viel vorbereitet haben. Nun zum Webinar. Was passiert heute hier? Wir stellen uns tatsächlich so ein bisschen den Erkenntnissen und auch den Herausforderungen, die wir alle in unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Rollen, auch Bereichen, die wir alle erfahren durften im Zuge der Covid-19-Pandemie. Und stellen uns die Frage, die im Mittelpunkt steht, welche Erkenntnisse können wir bis dato, heute, Mitte, Ende September stellen? Welche Erkenntnisse können wir vor allem für die Gestaltung einer guten, zukunftssicheren, guten Schule ziehen? Welche können daraus gewonnen werden? Das steht im Mittelpunkt. Und das machen wir nicht, weil wir uns das so ausdenken und sagen, ach Mensch, lass uns mal ein bisschen drüber plaudern, sondern es ist im Vorfeld schon sehr viel gelaufen. Unter anderem gibt es ein bildungspolitisches Papier, Empfehlungen bestehend oder aus der Deutschen Schulakademie, wo sich viele Autorinnen und Autoren zusammengetan haben, vor allem aus dem Programmteam, die sich Gedanken gemacht haben, Interviews geführt haben mit Preisträgerschulen, um nochmal konzentriert zu überlegen, was ist passiert und welche Erkenntnisse können wir auch, gute Erkenntnisse und Erfahrungen können wir auch weitertragen und so weiter. Das vielleicht, da möchte ich gar nicht viel wegnehmen vorab, das vielleicht als erste Rahmung. Gibt es auch noch sozusagen am Anfang einen Impuls von Professor Gröschner, der uns auch noch mal in so ein bisschen in die Herausforderungen und auch die Chancen so einer Krise einführt und so weiter. Ein Gespräch folgt von Tanja Laspe und Andreas Meißner, die sich auch aus Schulleitungssicht auch sehr aktuell geprägt, nehme ich an, nochmal über ihre Erfahrungen und die Erkenntnisse unterhalten werden und was sie auch selber persönlich mitgeben möchten. Und dann sind Sie gefragt, Sie nämlich, die auch nochmal vielleicht aus Ihrer jeweiligen Perspektive heraus aufgefordert sind, zu überlegen, okay, was sind denn jetzt die Erkenntnisse? Was brauchen wir vielleicht? Wo hapert es an der anderen Stelle? Vieles wurde ja auch schon offensichtlich, anderes vielleicht muss auch mal ausgesprochen werden, das vielleicht. Dann gibt es noch ein
kompakte Vorstellung des Papiers von Wolfgang Vogelsänger, was ich schon ansprach. Es nennt sich Gute Schule bewährt sich in der Krise, herausgegeben von der Deutschen Schulakademie. Und Herr Vogelsänger war daran nicht ganz unbeteiligt. Daher freuen wir uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, dieses Papier kompakt vorzustellen. Das bedeutet nicht, dass Sie es nicht lesen sollen, sondern eher angeregt werden möglicherweise. Das war der Rundumschlag. Und ich möchte Sie auffordern, jetzt noch mal so ein bisschen in den aktiveren Teil zu treten. Da wir viele sind, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir Sie in kleine Räume stecken. Wir nennen sie liebevoll natürlich Murmelgruppen. Technisch heißen sie, glaube ich, Breakout Sessions. Das bedeutet, dass wir Sie erstmal so ein bisschen in den eigenen Austausch bringen wollen, ein bisschen warm werden. Sie auch bitten, Ihre Kamera und den Ton anzumachen. Sie werden mit Menschen zufällig zusammengewürfelt und Sie können zwei Fragen nutzen, die ich Ihnen gerne mitgebe. Zum einen, kann man Sie gut hören und sehen? Und das andere, was möchten Sie heute aus dem Webinar mitnehmen? Wer sich jetzt vielleicht fragt, was soll jetzt der ganze Quatsch? Das ist zum einen zum Warmwerden gedacht und zum anderen ist es dafür gedacht, dass wir nachher die inhaltliche Diskussion mit Ihnen gemeinsam in diesen Austauschräumen, in diesen Murmelgruppen führen wollen. Und da würden wir quasi über Bande gespielt auch gleichzeitig den Technikcheck mit Ihnen machen, ob Sie wirklich auch sich und einander gut sehen und hören können. Daher 3 Minütchen Zeit für gut sehen, gut hören und was möchten Sie heute mitnehmen? Dann beamen wir Sie mal in die Räume und sehen uns in ungefähr 3-4 Minuten wieder. Bis später. Hallo und willkommen zurück aus Ihrem Warm-up, Ihrem Kennenlernen. Ich hoffe, Sie konnten die Zeit gut miteinander nutzen. Wir wollen direkt weitermachen mit einem weiteren Kennenlernen, auch eines Tools möglicherweise. Wir haben uns für Mentimeter entschieden. Das bedeutet, dass Sie jetzt im Chat einen Link bekommen. Und dort sehen Sie, wenn Sie den Chat nochmal unter mir aufmachen, dann müssen Sie aktiv anklicken. Da finden Sie auch nochmal den Hinweis zu dem Link menti.com. Und da haben wir 3 Fragen für Sie vorbereitet, um einfach auch gemeinsam alle voneinander zu erfahren, welche Funktionen, in welcher Funktion Sie heute zum Beispiel hier sind. Nach Aufforderung, beziehungsweise dann, wenn Sie das Feld sehen, würde ich Sie bitten, den Code einzugeben dort oben. Und dann uns mitzuteilen mit dieser ersten Beantwortung der ersten Frage, in welcher Funktion Sie heute hier sind. Das ist ja mitunter auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Rolle oder Tag oder Zuständigkeit oder so. Genau. Da warten wir noch mal einen Moment. Sie können ja auch sehen, dass wir unten ein bisschen sehen können, wie viele Leute auch da schon mitgemacht haben. So ein bisschen im Verhältnis zu den Teilnehmenden heute hier. Warten wir noch mal ein bisschen. Sie können das auch gerne auf dem Handy machen, also auf dem Smartphone. Das müsste internetfähig sein. Und dann können Sie da auch die URL eingeben, die Adresse menti.com und dann den Code. Entschuldigung, Vielleicht habe ich das gerade nicht mitgekriegt. Wo soll man, auf Menti soll man diesen Code eingeben? Ja, Sie können einen in den Internetbrowser Ihrer Wahl aufrufen, zum Beispiel Firefox oder so etwas. Oder Edge, Chrome oder so. Hören Sie mich noch? Und dort können Sie die Adresse www.menti.com eingeben. Und wenn Sie das nicht finden, ich rede einfach mal weiter, wenn Sie das nicht finden, dann können Sie auch im Chat auf den Link klicken, der dort eingeblendet wurde und dann dürfte sich eigentlich automatisch ein Fenster öffnen, wo Sie dann wiederum den Code eingeben können. So, dann machen wir weiter. Welche Frage interessiert Sie heute? Mal am meisten. Gerne kurz und knapp, also damit wir auch so ein bisschen erfahren, welche Fragen so im Raum sind zum Thema auch Lernen aus der Krise.
gute Schule vor, nach, in Corona. Das ist für uns natürlich sehr wertvoll, auch da wir verschiedene Programmparts haben, auch die Impulsgebenden sind natürlich jetzt auch sehr gespannt, welche Fragen sie haben. Und da kann man auch sicherlich auch auf der einen oder anderen Stelle drauf eingehen. So soll es auch gemeint sein, dass wir auch so ein bisschen wissen, welche Fragen sie mitbringen. Ich lese hier viel Konkretes, positive Beispiele. Ich kann auch das vielleicht als kleiner Vorgeschmack zudem sagen, dass wir sehr viel auch aus dem Papier lernen können, da auch viel auch Preisträgerschulen zum Beispiel interviewt wurden und von ihren Erfahrungen berichten, was auch gut funktioniert hat und vielleicht auch, was eben gut gelungen ist, da können wir sicherlich auch viel von profitieren. Da lese ich viel auch Positives, also positive Beispiele zu nennen, wie kommen wir da gut durch, auch als Regelschule, als normale Schule wurde es, glaube ich, genannt und so weiter. Gut, was lernen wir aus der Krise? Also das als kleines Warm-up, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Gut. Alle mit einbinden. Okay, dann einmal kurz, glaube ich, nach unten, damit wir alles mal gesehen haben. Okay. Ich habe auch die Fragen weiterhin im Blick, also da auch versuchen wir natürlich auch viel der Fragen auch einzubringen, konkreter Natur. Okay, dann machen wir weiter mit einem kleinen vielen Dank erstmal an der Stelle fürs Mitmachen und Beteiligen an dieser Stelle. Dann, das ist für uns natürlich sehr wertvoll, auch zu wissen, wo da die Fragen sind. Ich möchte auf die Bühne bitten, Professor Alexander Gröschner. Professor Gröschner hat sich intensiv damit beschäftigt, was Herausforderungen sind für Schulunterricht durch die Corona-Pandemie, welche Herausforderungen da zum Beispiel zu erlebt wurden und so weiter. Vielleicht kurz zur Vorstellung seiner Person. Er hat den Lehrstuhl inne für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung an der Universität Jena und ist unter anderem vieles und gleichzeitig auch möchte ich hervorheben, zum Beispiel fachlicher Leiter des Regionalbüros Jena. Schön, dass Sie sich oder dass du dir die Zeit nimmst und uns ein bisschen in das Allgemeine einführst. Ich freue mich sehr drauf und übergebe das Wort. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass dieses Webinar zustande kommt mit der spannenden Frage. Meine Aufgabe ist es, oder wurde ich gebeten darum, etwas die Herausforderungen zu skizzieren, die wir derzeit erleben. Und jetzt kamen im Mentimeter gerade schon sehr viele praktische Fragen, wie wir tatsächlich aus der Krise finden, wie wir in den Alltag wieder reinfinden. Und ich glaube, es ist wichtig und uns allen klar, dass wir noch keine Antwort auf diese Frage wohl haben werden derzeit. Ich habe letzte Woche mal geguckt im Deutschen Schulportal, wie viele Beiträge sich mit der Corona-Krise beschäftigen. Und das waren tatsächlich 51 Beiträge letzten Freitag, die ganz unterschiedliche Themen adressieren. Das ist, glaube ich, spannend, weil sehr viele Ideen in den letzten Monaten entstanden sind, Schul- und Unterricht zu gestalten, irgendwie aufrechtzuerhalten, aus dieser Krise Wege zu finden in einen Unterrichtsalltag, in einen Schulalltag, der Unterricht möglich macht, der aber auch vielleicht Schulentwicklungsprozesse aufrecht erhält und Ähnliches. Da kamen Themen wie Fragen zu Unterrichtsgestaltung, die, glaube ich, ganz zentral sind für die Lehrkräfte, die auch heute mit dabei sind. Es kamen aber auch Fragen zu Filteranlagen im Klassenraum und die Rolle dessen oder neue Formate und Bedarfe der Fort- und Weiterbildung, die so die Bandbreite an Themen, die uns gerade in den letzten Monaten sehr stark beschäftigen, aufzeigen und auch den Antrieb zeigen und die Ideenvielfalt. Denn aus meiner Wahrnehmung, auch in den Gesprächen mit vielen Schulen, wird deutlich, dass selten so viel Innovation da draußen im Schulalltag, glaube ich, von
nöten war und auch so viel jetzt erstmal Antrieb in der Motor in die Schulentwicklung getrieben wurde, wie in den letzten Monaten. Ich möchte ganz kurz neben den praktischen Anforderungen oder Beispielen, aus denen wir heute auch noch etliches hören, auch ein bisschen auf die Bedarfe und Dinge eingehen, die wir gerade in der Wissenschaft beschreiben. Und ich möchte zuerst nochmal davon ausgehen, ein Zitat bringen, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, wenn man danach fragt, wie sieht eigentlich eine Zukunft aus nach dieser Krise, finde ich eine schöne Anregung des Geschichtshistorikers sozusagen, Harari, der in einem Buch deutlich gemacht hat, was eigentlich die Fähigkeit für Schule und Unterricht erforderlich macht in den nächsten 50 Jahren, was relevant sein wird, nämlich, dass wir Fähigkeiten entwickeln, mit Veränderungen umzugehen, dass wir offen sind, neue Dinge zu lernen und auch in unvertrauten Situationen das seelische Gleichgewicht zu wahren. Ich glaube, dass diese Krise auch gezeigt hat, diese unvertraute Situation, die Unsicherheit, die derzeit in Schule, Unterricht, Elternhäusern und Familien und eigentlich überall zu finden sind, natürlich auch das Lehren und Lernen ganz stark beeinflussen. Und eine Anforderung, die er formuliert, ist, dass wir quasi nicht nur Ideen und Produkte erfinden müssen und uns selbst vor allem ganz neu erfinden müssen, dass wir offen sein müssen, uns den Herausforderungen zu stellen. Und die Frage ist, wie gelingt uns das? Aus wissenschaftlicher Sicht haben wir erste Erkenntnisse aus Lehrerbefragungen, Schülerbefragungen, Elternbefragungen, die das Lernen während der letzten Monate in den Blick genommen haben. Darauf kann ich auch dann später nochmal eingehen, bei Bedarf oder da Hinweise geben. Aus meiner Sicht in den Gesprächen auch mit Schulen zeigen sich drei zentrale Herausforderungen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte in diesem kurzen Impuls. Das eine ist natürlich ganz zentral die Mikroebene des Unterrichts, die Anforderungen an die formale und inhaltliche Ausgestaltung. Hier reden wir darüber, über die Rolle der Präsenz, auch der Bedeutung von Fernunterricht. Die Frage, was macht das eigentlich mit der Lehrer-Schülerinnen-Beziehung? Die Rolle der Infrastruktur, der digitalen Medien, des Einsatzes der digitalen Medien, ganz konkrete Fragen, die uns da gerade beschäftigen, sind Fragen nach geeigneten Apps oder nach Möglichkeiten der Einbindung digitaler Tools in die Gestaltung des Unterrichts und auch in die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern. Falls es wieder dazu kommt, dass eine Schule schließt, wie wir es auch an manchen Standorten finden, in manchen Städten und Gemeinden. Eine ganz große Frage, die hier im Raum steht, ist die Frage, wie befähigen wir die Schülerinnen zum selbstständigen Lernen? Wie können wir das jetzt irgendwie vorbereiten, nachdem wir am Anfang sehr schnell da reingeworfen worden sind, das irgendwie mitzugestalten? Wie können wir sie jetzt auch, wo das neue Schuljahr wieder läuft, befähigen, sich für das Lernen, für die Inhalte zu begeistern in einem Umfeld, das vielleicht dann nicht die Schule ist, aber insbesondere auch eine andere Frage, die uns umtreibt, die Frage von Bildungsungleichheit und den unterschiedlichen sozialen Lagen von Schülerinnen und Schülern. Wie können wir darauf reagieren? Wie können wir die Bedarfe decken, allein in der Ausstattung mit Endgeräten oder Ähnliches? Eine zweite Facette, auf die ich hinweisen möchte, ist eher die Facette der Einzelschule. Wir haben auch viele Kolleginnen heute, die in der Schulentwicklung tätig sind, mit dabei. Und ich glaube, was uns hier bewegt, sind die Fragen der innerschulischen und außerschulischen Beziehungskultur und auch die Frage des Umgangs mit Unsicherheiten, die hier entsteht. Wir haben die Personalsituation an vielen Schulen, dass Lehrkräfte vielleicht jetzt eher in einer gefährdeten Situation sind. Ich arbeite an einer Universität und unser Regionalbüro in Jena liegt in Thüringen und wir haben in Thüringen der Altersdurchschnitt der Lehrkräfte, der über 45 Jahren liegt. Und natürlich ist da auch die Gefahr groß, zu einer Risikogruppe zu gehören. Auch hier muss Schule damit umgehen. Und die Frage ist, wie kann uns das eigentlich gut gelingen? Die andere Frage ist, glaube ich, die Erreichbarkeit von Eltern, die Zusammenarbeit im außerschulischen Kontext. Und im Kontext der Unsicherheit, auch zu Beginn des Schuljahres, war die Debatte relativ groß, mit Blick auf die Bildungsverwaltung, wo besteht eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes oder wo nicht. Und ich glaube auch, der Föderalismus
weist auf die Perspektive, nämlich die Makroebene hin, die Anforderungen an die Bildungspolitik und auch die Verantwortung von Schulpraxis, Lehreraus- und Weiterbildung. Bei uns in der Universität, auch hier ist digitales Lernen in der Lehrerbildung Thema, in Fortbildungen thematisiert uns das auch ganz stark oder treibt uns diese Frage um, wie wir einerseits medienpädagogische Kompetenz und Medienkompetenz vorantreiben, aber auch die Zugänge zu Technologien und vor allem nicht nur die Ausstattung, sondern dann eben auch die Befähigung des Einsatzes und des sinnvollen Einsatzes mit den Tools im Unterricht. Ich denke, diese sind drei zentrale Ebenen, auf die wir die verschiedenen krisenhaften Symptome und die Alltagsbeispiele beziehen können. Ich freue mich, dass wir heute in der Diskussion neben diesen kurzen Impulsen auch die Diskussion über die praktische Ausgestaltung, wie machen das Preisträgerschulen eigentlich gerade, wie gehen sie damit um, welche gelingenden Faktoren zeichnen sich da auch ab, wo setzt sich vielleicht schon was durch, wo können wir aus dieser Unsicherheit schon Sicherheit machen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube, dieses Policy Paper trägt dazu bei. Als Regionalbüroleiter sind wir sehr daran interessiert, insbesondere an den Konzepten, auch den Erfahrungen, nicht nur im digitalen Kontext, sondern auch im analogen Raum. Und wir suchen ja gerade derzeit in der Ausschreibung des Deutschen Schulpreises 2021 spezial nach Konzepten von Schulen in Deutschland aus allen Bundesländern, kleine Beiträge zu bringen, die Gelingensbedingungen, es müssen noch keine fertigen Konzepte sein, aber Anlässe, die in der Schule jetzt aufgerufen haben, diese Chance zu sehen in der Krise und die Möglichkeit zu sehen, hier auch Schulentwicklung oder Unterrichtsentwicklung vor allem auch weiter voranzutreiben. Eine Ausschreibung deswegen in einem sehr niedrigschwelligen Format, wo wir wirklich versuchen, dann auch in den Konzepten im nächsten Jahr mit den Lehrern, mit den Schulen ins Gespräch zu kommen und dann wirklich diese Konzepte auch täglich weiter umzusetzen in dem weiteren Verlauf. Da bin ich ganz gespannt drauf und freue mich auf die Konzepte und die Zusammenarbeit mit Schulen und mit Lehrkräften, die diese Krise vielleicht auch nicht nur als quasi die Herausforderung sehen, jetzt neu umdenken zu müssen, sondern auch als Chance begreifen, umdenken zu wollen und Schule und insbesondere Unterrichtsentwicklung hier voranzutreiben. Ich freue mich auf die weiteren Beispiele und gebe gerne zurück an dich, Christine. Danke. Ich bedanke mich ebenfalls. Dankeschön für die Einblicke und auch den Aufruf. Ich würde stellvertretend für viele andere, die gerade gelauscht haben und zugehört haben, einen Applaus senden an dich, lieber Alexander. Danke auch für den Aufruf, auch sich zu beteiligen an dem Spezial, auch da wiederum immer wieder auch das Plädoyer dafür zu halten, sich auszutauschen, zu vernetzen, voneinander auch zu lernen, dass wir da gemeinsam gute Schule gestalten. Danke dir. Wir sehen dich gleich nochmal in den Breakouts wieder. Bis später. Ein weiterer Part, und das schließt sich sehr gut an zu dem, was Alexander auch gesagt hat, ist, dass wir uns zwei Schulleitungen eingeladen haben, die aus ihrer Praxis berichten können. Wir haben ein Gespräch vor, miteinander zu führen. Ich möchte die beiden kurz auf die Bühne bitten. Zum einen ist es Tanja Laspe von der also sie ist Schulleiterin der Georg Christoph Lichtenberg Gesamtschule in Göttingen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Danke, ich freue mich ebenfalls. Und Andreas Meissner ist da von der integrierte Gesamtschule Franzisfeld. Er ist ebenfalls Schulleiter. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es denn bei euch gelaufen ist und was vielleicht auch ihr gelernt habt, etc. Ich würde gerne noch eine kleine
Frage reingeben, beziehungsweise da nochmal die Aufforderung reingeben, gerne Fragen zu stellen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, von denen ich denke, dass sie viele auch die Antworten, eure Antworten interessiert und gleichzeitig auch die Aufforderung, gerne den beiden Fragen zu stellen. Da würde wieder unser Mentimeter zum Einsatz kommen. Das ist der Code, der eben schon benutzt werden konnte. Und da gibt es ein Feld für Fragen an die beiden. Und da können wir auch schauen, dass wir die an gegebener Stelle einbringen. Vielleicht aber erstmal zum Hier und Jetzt, zu unseren Punkten. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das eine ist vorab ein Statement von Andreas Meisner. Die Corona-Zeit wirkt wie ein Brennglas auf die Entwicklungsbereiche. Zum einen, Gutes wird öffentlich und das andere gibt es sehr viel offen, legt vieles offen, was verbesserungsmöglich ist oder verbesserungsfähig ist. Also da das Plädoyer für aus den Stärken, die Stärken zu stärken und die Chancen bzw. die Schwächen auch weiterhin zu schwächen. Tanja Laspe, die Schulschließungen im Herbst haben alle Schulen auch vor neue Herausforderungen gestellt. Und diese konsequent zu erkennen, also auch zu reflektieren, steht im Mittelpunkt und gleichzeitig auch, auch zu schauen, was passiert nach Corona, obwohl wir alle wissen, dass wir eigentlich noch mittendrin sind. Das vielleicht auch als eine kleine Einführung. Vielleicht die erste Frage an euch. Beide wir spielen den März 2020 und das die verlaufenden Wochen, die ins Land gegangen sind. Wie habt ihr das Lernen eurer Schülerinnen und Schüler auf die Distanz von jetzt auf gleich erlebt? Und wie konntet ihr sicherstellen, dass es passiert? Und wenn ihr in der Reflexion dafür seid, was war euch da besonders wichtig, Tanja? Ja, von jetzt auf gleich ist das Stichwort. Es war tatsächlich von jetzt auf gleich am 13. März. Späten Vormittag haben wir erfahren, absoluter Lockdown. Und hatten hier in Schule die Situation, was organisieren wir sofort, was organisieren wir übers Wochenende und was organisieren wir dann mittelfristig. Ich glaube, alle, die in Schule irgendwie auch involviert waren, hatten die Umsetzung von Regelungen, von Absprachen, von Kommunikation im Vordergrund. Was für uns eine wichtige Rolle noch gespielt hat, war die Umsetzung unserer technischen Möglichkeiten. Ab Jahrgang 8 hat jeder bei uns ein iPad. Das heißt, auch da nochmal bei allen Überlegungen, wie organisieren wir Unterricht, eben nicht nur durch das Hochladen von Arbeitsblättern, wie können wir gut unsere digitalen Medien umsetzen, aber auch und vor allem, wie kann Beziehungsarbeit funktionieren, wenn man wirklich auf die Distanz ganz abrupt rausgerissen wird aus dem normalen Arbeitsalltag. Und diese Beziehungsarbeit, würde ich auch in der Reflexion und im Rückblick sagen, war extrem wichtig für uns, weil das tatsächlich nochmal eine besondere Herausforderung war. Eine besondere Herausforderung auch die Frage, wie kann man die Kinder, die nicht so viel Unterstützung von zu Hause erhalten, die relativ auf sich alleine gestellt sind, besonders auch zu unterstützen. Und da haben wir viel Planung und dann auch konkrete Umsetzung gelebt, um alle an Schule Beteiligten auch bei uns in der Schule dann noch zumindest virtuell aktiv halten zu können. Andreas? Ja, Tanja hat etwas gesagt, was für uns auch zutrifft. Wir sind sehr ähnliche Schulen und wir sind im gleichen Bundesland. Und wir haben auch eine relativ, sage ich jetzt mal, gute technische Ausstattung. Wir haben auch Tablets ab Klasse 7 und relativ gutes pädagogisches Netzwerk, auf das man zugreifen kann. Alle sind irgendwie per E-Mail erreichbar. Nur natürlich in dieser Situation bricht auf einmal alles auf, das meinte ich mit dem Brennglas, was eigentlich gut läuft oder nicht gut läuft. Und das trifft sowohl für die technische Ausstattung, den Umgang mit der Technik zu, das trifft aber auch für die Qualität der Aufgabenstellungen zu, die in der Zeit da waren. Entscheidend, denke ich, ist aber tatsächlich der Punkt, den Tanja auch angesprochen hat, das ist nämlich die Beziehung zu den Kindern. Das heißt, es ist ja nicht nur für uns eine dramatische Situation gewesen. Ich kann nur ganz konkret sagen, wir hatten Schülerinnen, deren Verwandte sind teilweise verstorben in dieser Zeit. Und wir haben Leugner und die treffen aufeinander. Und die sind mit ihren Sorgen und Befindlichkeiten irgendwie abzuholen, weil sonst können sie nämlich nicht lernen. Da brauchen wir über Lernen und über Inhalte gar nicht drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Und wenn man da gute Strukturen hat und gute Beziehungskommunikation angelegt hat, dann war das sehr hilfreich. Und das ist einerseits digital passiert, aber es ist bis hin zu persönlichen Besuchen oder einem Treffen im Park mit 10 Meter Abstand
oder solche Dinge sind da halt einfach passiert, damit überhaupt eine Basis für ein Lernen stattfindet. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, die Rolle der Beziehung und der Zusammenarbeit. Vielleicht an einem konkreten Beispiel, welche Form der Zusammenarbeit fanden dann in den nächsten Wochen des Lockdowns statt? Wie hat sich das konkret wiedergespiegelt? Was wir bei uns an der Schule gemerkt haben, dass es wichtig ist, tatsächlich alle an Schule Beteiligten mitzunehmen. Und das meint eben nicht nur Kollegen und Kolleginnen, Schüler und Schülerinnen, sondern auch Eltern. Da haben wir in allen drei Bereichen sehr viel kommuniziert. Wir haben am 13. März unsere Jahrgangsleitung gleich zusammengerufen, also die Jahrgangsleiter, die jeweils ihre Jahrgänge dann auch betreuen, haben mit denen abgesprochen, was sinnvoll zu erledigen ist, wer wann was auch an Kommunikation übernimmt. Und für mich das schönste Beispiel, wie Beziehungsarbeit in der Zeit funktionieren kann, ist das Beispiel einer Fünftklässlerin, die wir bei uns hatten, die irgendwann gemerkt hat, dass ihr diese Corona-Zeit emotional ziemlich zusetzt und die sich einer Freundin anvertraut hat, die mit ihr in einer Tischgruppe sitzt. Bei uns sitzen die Schüler alle in Tischgruppen und diese Schülerin hat sich an ihren Klassenlehrer gewandt. Und der Klassenlehrer hat dann eben überlegt, was können wir gemeinsam tun und hat sich dafür entschieden, alle Schülerinnen und Schüler dieser Tischgruppe in eine virtuelle Spielsituation zu bringen. Die haben miteinander geplaudert, haben Gesellschaftsspiel zusammengespielt und auch das, finde ich, ist bei allen bildungspolitischen, Bildungsentwicklungsüberlegungen auch fundamental zu gucken, an welchen Stellen schaffen wir nicht nur unterrichtliche Strukturen, nutzen wir unsere technischen Möglichkeiten, treffen wir Absprachen auch, wie Unterricht weiter funktionieren kann, sondern wie finden wir auch ungewöhnliche Formate in dieser Krisenzeit, wirklich auch die mitzunehmen, die es nicht ganz so leicht haben. Und da haben wir eben ganz, ganz viele Beispiele auch bei uns erlebt, die in unterschiedlichsten Kanälen dann zu uns gekommen sind, wie wir tatsächlich auch Beziehungsarbeit leisten konnten. Nochmal vielleicht an Andreas die Frage, kannst du aus den Monaten der wirklich tatsächlichen Schulschließung nochmal sagen, das hättest du jetzt mit so einem Blick nach, jetzt sind ja die Schulen wieder geöffnet, partiell, nochmal sagen, das hättest du jetzt anders gemacht? Ja, sicher. Nun muss man das auch... Vielleicht ein Beispiel reicht uns. Ja, muss ein wenig kurz ausholen. Es hat natürlich auch was mit der Situation des Bundeslandes zu tun. Wir hatten in Niedersachsen, ich finde, eine relativ gute Regelung zunächst einmal, dass beim Komplett-Lockdown deutlich signalisiert wurde, es geht jetzt nicht darum, dass bewertbare Leistungen in dieser Zeit zu erbringen sind. Was ich sehr wichtig finde, also dass die Kinder nicht die Last hatten und die Eltern auch nicht die Last hatten. Sie fallen jetzt in ein Bildungsloch. Ich habe da so ganz verrückte Rechnungen, wie das dann mit dem Brutto, ist jetzt noch Sozialprodukt zu tun hat. Wenn jetzt da so 3 Monate die Schule ausfällt oder 1 Monat. Und da war die Kommunikation sehr, sehr wichtig miteinander. Man hat das leider in Niedersachsen so gemacht, dass man vorrangig auf die Abschlüsse geschaut hat und die Schüler als Erste hereingeholt. Und die Fünftklässler, die sind teilweise 3 bis 4 Monate nicht in der Schule gewesen. Und das hätte ich anders gemacht. Und wir haben es ehrlicherweise ein bisschen auch im Handlungsrahmen vorbeigemacht, dass genau wie Tanja das beschrieben hat, geguckt hat, welche Lösungen sind jetzt wichtig, welche Kinder muss man noch zusammenbringen, weil der menschliche Kontakt untereinander extrem bedeutsam ist. Und da hätte ich versucht, den Shutdown und den Aufbau anders zu strukturieren, nämlich eher an den Menschen orientiert, die eher auch diese Beziehungshaltigkeit stärker brauchen als die anderen. Dann noch eine weitere Frage, die ich noch habe, ist, welche Strukturen an euren jeweiligen Schulen haben denn geholfen, euch da, Sie hatten schon Kommunikation angesprochen, aber vielleicht auch darüber hinaus, mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können? Tanja vielleicht? Oder Andreas, möchtest du direkt? Nee, ich kann. Gerne. Also ich denke, auch da sind wir uns als Schulen beide sehr ähnlich. Also Tanja sprach ja gerade von den Tischgruppen, die zusammensitzen. Das ist wichtig, dass zum Beispiel da Strukturen sind, wo sich innerhalb der Schülerschaft auch Beziehungen entwickeln können. Mhm. Dann ist es das Klassenlehrerprinzip, das von Klasse 5 bis 10 geht, also Kinder begleitet und sie auch über Krisen hinweg begleitet. Dann ist es wichtig, dass Schulen in Teams zusammenarbeiten. Das sind Strukturen, die wir ja hatten, wo auch eben die Lehrer sich untereinander absprechen konnten, sich unterstützen konnten und vernetzen konnten, um auf bestimmte Situationen zu reagieren. Dadurch, denke ich, sind Strukturen vorhanden, die toi, 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 glaube ich, sehr, sehr hilfreich waren in dieser Zeit.
Tanja, möchtest du ergänzen? Genau so, ich kann mich dem anschließen, was Andreas gesagt hat. Da sind wir tatsächlich ähnlich. Viele subsidiäre Strukturen auch nutzen und tatsächlich mit Kommunikation und Transparenz füllen. Also wir haben sehr frühzeitig in Schulleitung auch gesagt, wir sind ein lernendes System. Wir können immer nur einen Status quo und die Entscheidungen in diesem Status quo abbilden. Und wir sind auch darauf angewiesen, Rückmeldungen zu bekommen und als lernendes System immer auch wieder zu gucken, waren Entscheidungen richtig? Können wir bestimmte Dinge vielleicht auch nochmal ändern? Und genauso wie Andreas es gesagt hat, an einigen Stellen haben wir den Rahmenhygieneplan auch eher so im Sinne unserer Schüler ausgedehnt und haben geguckt, welche Kinder können beispielsweise zu Hause nicht gut lernen. Die haben wir früh in die Schule geholt, haben ihnen Lernpaten zur Seite gestellt. All diese Dinge gehörten auch dazu. Stichwort auch Beziehungsarbeit, dann da genau zu schauen, was braucht der Einzelne, die Einzelne. Wir haben noch Fragen bekommen, was mal so ein bisschen durchzuscannen. Dafür muss ich rüber gucken, nicht wundern, dass ich immer so hier so gucke. Vielleicht die Frage, die sich die Rückmeldekultur betreffend, also wenn sie sozusagen nicht da sind und man sie nicht direkt sehen kann und vielleicht auch da die Beziehungsarbeit erstmal nicht unmittelbar ist. Wie gelang es, eine gute Rückmeldekultur mit den Schülerinnen im Distanzunterricht aufzubauen? Ich glaube, die gelingt vor allen Dingen dann, wenn Schüler nicht erst im Lockdown lernen müssen, wie Rückmeldekultur funktioniert. Also unsere Schüler sind damit ab Jahrgang 5 tatsächlich auch vertraut, selbst Feedbacks zu geben, aber auch mit Feedback umgehen zu können. Und das hilft natürlich unglaublich. Und das ist auch mein Plädoyer an vielen Stellen. Dinge entwickeln sich nicht erst im Lockdown, das tun Beziehungen nicht, aber das tun bestimmte Lernmechanismen und Lernkompetenzen auch nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig zu gucken, an welchen Stellen können wir so aus der Krise lernen, dass das, was gute Schule in Corona-Zeiten, aber auch danach und davor schon ausgemacht hat, so auch weiter zu behalten oder zu entwickeln. Und dazu gehört für mich tatsächlich auch ein unmittelbares, ein differenziertes und ein möglichst konkret persönliches Feedback. Also wir haben unsere Kollegen auch ermuntert, in Telefonaten, in Videokonferenzen Gespräche zu führen. Und das haben uns sowohl Eltern als auch die Schüler rückgemeldet. Das war eine wichtige und auch eine richtige Entscheidung. Dann noch eine interessante Frage, wie ich finde, da könnt ihr euch entscheiden. Ein Rat an einen Schulleiter, der im Sommer an einer neuen Schule, in Klammern klassisches Gymnasium im ländlichen Raum, angetreten ist, die vor den Sommerferien nach dem Motto Augen zu und durch agiert hat. Habt ihr da einen Rat für den Schulleiter? Schwierig. Also Tanja hatte das in ihren Beiträgen schon angesprochen, glaube ich. Also das Entscheidende ist, man ist natürlich auch als Schulleitung jemand, der lernt in dieser Situation. Wichtig ist da eine Kommunikation mit den Kollegen, nicht nur, aber in diesem Fall wahrscheinlich, wenn man neu ist, jetzt vorrangig, sage ich mal, aufzunehmen, um auch zu schauen, wie läuft das, wie wollen wir jetzt damit umgehen. Kommunikation, Partizipation, Empathie, was soll man dazu sagen? Und Gelassenheit würde ich gerne noch ergänzen. Ja. Also auch Preisträgerschulen nutzen das, um zu lernen. Wir sind auch mitten im Schulentwicklungsprozess, ausgehend von Corona, und denken auch nochmal digitalen Unterricht neu. Und ich glaube, mit Gelassenheit wirklich dann auch und einem längeren Atem zu gucken, was kann man nicht in 3 Monaten verändern, sondern was ist Schulentwicklungsziel in den nächsten 2-3 Jahren. Das bringt mich gleichzeitig noch zu einer weiteren Frage. Vielen Dank für die Brücke, Tanja. Digitale Ausgestaltung, digitale Gestaltung, unterstützt durch digitale Medien, je nachdem. Wie gehen wir um mit Kolleginnen und Kollegen, die sich absolut dagegen wehren, digitale Unterrichtsbestandteile, also sich gegen die Formen und auch Geräte und so weiter und möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen sperren, weil überfordert etc. Wie umgehen damit? Das gilt ja für Schulentwicklung, wenn ich das mal da einspringen darf. Grundsätzlich, wir werden nie 100% mitnehmen. Das muss man einfach so sehen. Auch da hilft aus meiner Sicht nur die Kommunikation und das gegenseitige Stützen und das sich unterstützen. Also wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass es natürlich bei uns auch Kolleginnen und Kollegen gab, die sehr unterschiedlich intensiv digital gearbeitet haben, vor allem vor der Krise. Aber eigentlich ist doch klar, wenn ich jetzt irgendwie damit umgehen will, brauche ich eine Lösung. Also ich muss ja irgendwie dran gehen.
Und wir haben jetzt zum Beispiel nach den Ferien an unserer Schule wöchentliche Kurse, die sind extrem besucht, auch gerade von Kolleginnen und Kollegen, die vorher diese Erfahrung nicht gemacht haben. Sie sind neugierig geworden, sie merken, was es für Vorteile bringt, auch für ihren realen Präsenzunterricht. Ja, aber 100% wird man nie mitnehmen. Mhm. Ja, ich denke auch eine Niederschwelligkeit erstmal in das Thema bringen und nicht den Anspruch auch an sich selbst haben, 100% des Kollegiums mitzunehmen. Man kann viel auch über Gespräche in Fachbereichen lösen. So machen wir das auch, dass unsere Naturwissenschaftler gucken, was gibt es überhaupt für Apps, was haben sie für Erfahrungen gemacht, sich gegenseitig auch helfen und austauschen. Und wir als Schulleitung bieten auch Unterstützungssysteme. Also wir haben beispielsweise direkt nach den Herbstferien jetzt einen digitalen Tag mit unseren Kollegium, der auch komplett online stattfinden wird. Da bieten teilweise Kollegen, die schon sehr vertraut mit Technik sind oder Externe, die das können, in kleinen Veranstaltungen auch Hilfestellungen an, die ganz konkret im Unterricht helfen. Dann eine abschließende Frage, die ein wenig die Brücke schließt zu, wir sind da jetzt wieder in Präsenz und wollen ja auch lernen aus dem, was wir im Lockdown erlebt haben. Eine Frage, während der Schulschließung habe ich viel Zeit mit direkter Kommunikation verbracht, schreibt ein Mensch, der hier teilnimmt, mit Schülerinnen und Schülern verbracht, also tatsächlich mit Schülerinnen und Schülern, viele andere auch. Wie gelingt es nun, diesen individuellen Kontakt in die Präsenz zu bringen? Spannende Frage für dich. Also ich finde ja eigentlich eher wäre die Frage, dass die in der Präsenz eigentlich da sein sollte oder müsste oder ist. Also auch in der gebundenen Ganztagsschule gibt es nicht die Hausaufgabe, wo ich digital was ablege, sondern wir reden miteinander, wir sprechen miteinander und dann war es in der Zeit, oder sollte man sich überlegen, ja, das war ja toll, das geht ja trotzdem. Und wenn es mal über Telefon ist oder am Balkon oder über 10 Meter im Park oder sonst irgendwie, wenn ich das wichtig erachte, dann tue ich es einfach. Und im Präsenzunterricht fällt es noch viel leichter. Gutes Plädoyer, das auch mitzunehmen und daraus auch ein bisschen zu lernen, was eigentlich da ist, ja, was an Basis da ist. Ich danke Ihnen beiden sehr für das anregende, wenn auch kurze Gespräch. Danke sehr für das Teilen Ihrer Erfahrungen und das Engagement und die Motivation, die da drin lag. Ganz lieben Dank. Ich habe meine Karte stellvertretend für viele andere, die Ihnen zuhören durften. Dankeschön. Danke, danke. Ich möchte gleich überleiten. Sie bleiben bitte kurz bei mir, weil ich überleiten will zu unserem weiteren Part, den wir vorhaben. Und der wird nämlich teilweise ausgestaltet von Menschen, die mit dabei sind. Und zwar möchte ich gerne noch Expertinnen und Experten, unter anderem Autorinnen aus dem Programmteam der Deutschen Schulakademie dazu bitten, die sich auch bereit erklärt haben, mit jetzt in diesen Breakout-Sessions teilweise mit zu moderieren. Deswegen bitte ich auf die Bühne noch zusätzlich zu Ihnen beiden, zu Andreas und zu euch beiden, Andreas und Tanja, noch dazu Alex Marx, hallo, grüß dich Alex, wissenschaftliche hallo. Referentin bei der Deutschen Schulakademie und Wolfgang Vogelsänger, wo bist du Wolfgang? Hallo. Bin da. Ist da, sehr schön. Und Cornelia von Ehlsmann? Da ist sie, da winkt sie schon, hallo. Hallo, einmal kurz auf die Bühne bitte, dass wir diesen Part, ja, da ist er. Grüße auch an Sie und in dich. Wir haben ziemlich zusammen eine Sache vor, die teilweise, die ich noch kurz erläutern will. Und zwar möchten wir gerne jetzt in die Breakout-Sessions mit Ihnen gehen und wir wollen Sie gerne mit begleiten. Und zwar wollen wir Ihnen die Frage mit auf den Weg geben, welche Erkenntnisse Sie selbst aus der Covid-19-Pandemie für die Gestaltung einer zukunftssicheren, guten Schule genutzt werden können, die Sie selber gemacht haben und die für die Gestaltung
genutzt werden können. Und warum ich die Person jetzt hier auf die Bühne gebeten habe, hat den Grund, dass sie teilweise in den Gruppen, die zustande kommen, mit moderieren werden. Auch weil sie unter anderem mit Schreiberlinge und Autorinnen des Papers, von dem schon geredet war, die mitgeschrieben haben und da beteiligt waren. Daher, sie werden wieder zufällig zusammengewürfelt, das vielleicht. Und wenn sie sozusagen bei einer dieser Personen landen, dann werden sie auch da einige schon kennengelernt haben und andere da nochmal in den intensiveren Austausch treten und zum Beispiel Alexandra Marx auch intensiv zum Beispiel zum Paper befragen können. Nutzen Sie die Chance, wir geben Ihnen gerne noch diese Frage mit und möchten an der Stelle nochmal herzlich dazu einladen, gerne Ihre eigenen Erkenntnisse, die Sie vielleicht auch miteinander besprechen, gerne auch zu dokumentieren. Was natürlich für uns enorm interessant ist, für alle, die hier sind, zu wissen, was sind denn jetzt für Erkenntnisse im Raum? Lassen Sie sie nicht in Ihren Gruppen, sondern schreiben Sie sie auch in die Mentimeter-Umfrage. Sie sehen dort wieder den Code und da ist schon vorbereitet ein kleines Feld, wo Sie gerne Ihre Erkenntnisse dokumentieren können. Jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt halte ich meinen Redeanteil wieder zurück und wünsche Ihnen viel Spaß. Ungefähr 10 Minuten gemeinsam in den Breakout-Sessions. Bis später. Dann willkommen zurück. Ich würde gerne das Mentimeter nochmal gemeinsam mir anschauen mit Ihnen zusammen, was da zusammengekommen ist. Wir werden die Mentimeter-Umfragen auch mit zur Dokumentation packen, einfach weil das natürlich auch wahnsinnig wertvolle Erkenntnisse aus diesem Kreis hier sind, die wir auch weitergeben wollen und die Sie auch weiterhin nutzen können. Daher bitte gern nochmal die Bildschirmfreigabe und ein gemeinsames Durchgehen durch die Frage oder beziehungsweise durch die Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie für die Gestaltung einer zukunftssicheren Schule. Ich werde es jetzt ein bisschen moderieren und gleichzeitig Sie auffordern, es zu lesen. Vielleicht auch, was mir persönlich aufgefallen ist, dass das auch immer wieder eine Rolle spielt, was wir auch schon besprochen haben. Infrastruktur lese ich am Beispiel von iSurf, aber wir haben auch schon in anderen Webinaren andere Lösungen gefunden. Gute Beziehungen. Auch das, ich glaube, das hat auch Tanja Laspe und Andreas Meissner deutlich gemacht, dass das nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern dass das auch aufgebürdet wird. Die Erkenntnisse, die Schwächsten sind durchs Ross gefallen. Da zitiere ich da auch die Erkenntnis, da vielleicht auch da weiter drüber nachzudenken, wie es möglicherweise auch anders sein könnte. Lesen Sie gerne mit. Ideen für praktische Anwendungen. Das vielleicht nochmal hervorgehoben. Da auch der Hinweis, dass es auch vielerlei, auch von einzelnen Kultusministerien, aber auch von Unternehmen und Einrichtungen oder auch anderen viel Leitfäden und auch Praxisbeispiele gibt, auch viele Bereiche, auch oft auf dem Deutschen Schulportal gibt es viel, auch innerhalb der Deutschen Schulakademie wurde viel gesammelt, um es weiterzutragen. Da auch nochmal die herzliche Einladung, sich es anzuschauen, zu gucken, was andere, welche Erfahrungen andere gemacht haben. Durchwursteln, das fand ich auch jetzt gerade nochmal schön, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Durch the new normal oder so. Genau. Ich danke sehr für Ihr Mitmachen an diesem Part. Wie gesagt, es wird weiterhin sichtbar sein. Und ich möchte gerne noch einen weiteren abschließenden Programmpunkt überleiten zu Wolfgang Vogelsänger. Wolfgang Vogelsänger ist hat die Themenleitung innerhalb der Deutschen Schulakademie für Beziehungen professionell gestalten. Wolfgang. Hallo, du warst ja schon Teil der Breakouts und wir haben dich am Anfang kurz gesehen. Komm bitte auf die Bühne. Ja, hallo, ich versuche mal die Zeit wieder einzuholen, denn wir sind ja ein bisschen im Verzug.
Ich versuche es. Gleichzeitig nehmen Sie dir, also zumindest die verabredete Zeit, das ist ja auch uns geschuldet, dass es verzögert ist. Insofern möchte ich ganz kurz überleiten, dann wirst vor allem über die auch bereits angesprochenen Empfehlungen der Deutschen Schulakademie berichten und ich übergebe dir das Wort und wünsche viel Freude. Ja, danke. Ich habe eben gesehen, dass ganz viele gute Gedanken zur Gestaltung von Schule schon überall aufgetaucht sind, ganz am Anfang oder eben im Mentimeter. Und da kann ich nur dazu aufrufen, die Gedanken auszuprobieren, neue Wege zu gehen, sie öffentlich zu machen, also nicht drüber zu schweigen, sondern drüber zu reden und sie zu institutionalisieren, damit sie eben nicht wieder vergessen werden oder man zurückgeht zu alten Routinen. Die Frage, die ich heute kurz angehen wollte, ist, warum gibt eigentlich die Schulakademie Empfehlungen heraus? Es gibt ja viele Empfehlungen von der Friedrich-Ebert-Stiftung und von vielen anderen. Was ist das Besondere oder warum haben wir uns auch aufgemacht, um so etwas aufzuschreiben? Darum will ich auch nicht auf die Inhalte groß eingehen, sondern einfach nur, um das zu rahmen. Es ist ja schon eine spannende Sache, dass eine private Stiftung wie die Bosch-Stiftung in Deutschland sich umtut und guckt, was sind eigentlich gute Schulen. Ich stelle mir immer vor oder habe mir als Schulleiter immer vorgestellt, das müsste eigentlich der Staat machen. Also ein Kultusminister müsste es doch interessieren, wo gibt es in meinem Land eine gute Schule? Und dann würde ich gucken, wie kann man es schaffen, dass diese Schule gut bleibt? Warum ist sie so gut geworden? Vielleicht hat sie bestimmte Rahmenbedingungen einfach missachtet, die das Kultusministerium herausgegeben hat. Und welche Rahmenbedingungen brauchen auch andere Schulen, um diesen Weg auch zu gehen? Und das machen die Kultusminister aber nicht. Das macht eine private Stiftung wie Robert Bosch. Und sie hat nun in Deutschland gute Schulen identifiziert. Und viele Schulen, damals, als ich noch in Göttingen war als Schulleiter, wollte man uns gerade auf die G8 runterstufen, also ein Schuljahr wegnehmen. Und da hatte ich mir gehofft von der Bosch-Stiftung, nun haben die gerade festgestellt, wir sind ziemlich gut. Jetzt müssen sie uns helfen, damit wir gut bleiben. Da hat die Bosch-Stiftung gesagt, nee, wir müssen neutral sein, wir können uns nicht politisch positionieren. Das können wir uns als Stiftung nicht leisten. Und das ist so der Grund eigentlich gewesen, für die Deutsche Schulakademie sich auszugliedern oder etwas selbstständiger zu machen von der Bosch-Stiftung, nämlich genau mit der Funktion, einmal die Schulen, die oder die Merkmale guter Schulen, die identifiziert sind, die in die Breite zu bringen. Das war auch eine Frage ganz vom Anfang. Wie kriegt man das hin, dass die Ergebnisse und Erfahrungen von Schulpreisschulen in die Breite kommen? Also durch Fortbildung, durch viele Fortbildungsformate wie Werkstätten oder Foren oder Netzwerke, gute Praxis in die Breite zu bringen, wissenschaftlich reflektiert und dass wir uns auch überlegen in der Arbeit des Programmteams und auch der Schulakademie, was sind eigentlich die politischen Rahmenbedingungen, die Schulen brauchen, um das auch hinzukriegen. Also dieser Dreiklang, gute Beispiele, wie kann man das transferieren auf eine Schule, die andere Bedingungen vielleicht hat, aber auch welche Rahmenbedingungen politisch und ausstattungsmäßig und so weiter müssen da sein. Und das hat die Akademie sich zum Ziel gemacht. Und dieses Papier, was hier zu sehen ist und was da auch, wo der Link da abgebildet ist, das rahmt praktisch die Rahmenbedingungen, die wir für notwendig halten, um eben diese Erfahrungen von guten Schulen auch an anderen Schulen eben umzusetzen in die Praxis. Und der Kern der Aussage ist dieses Papiers, dass es eigentlich kein Zurückgeben darf. Also, dass wir nicht sagen, jetzt gibt es hoffentlich eine Impfung bald und dann können wir genau dahin zurückkommen, wo wir praktisch vor Corona dann aufgehört haben zu arbeiten, sondern dass wir uns wirklich überlegen müssen. Und da gibt es in diesem Papier gibt es ganz viele Anregungen. Beziehungen ist eben schon genannt worden. Das ist das Kerngeschäft von Schule. Aber auch die müssen gerahmt werden. Das heißt, es muss Zeit für Beziehungen geben. Es muss Teamarbeit anerkannt werden. Die Arbeitszeit darf nicht nur an den Stunden gemessen werden, sondern auch an Beratungsgesprächen für Eltern und vielen anderen Dingen. In der Universität und im zweiten Ausbildungsformat müssen Beziehungen, die Gestaltung von Beziehungen gelernt werden. Das ist nicht auf dem Programm. Das wird an vielen Universitäten überhaupt nicht in Angriff genommen. Der zweite Aspekt, das ist auch schon heute ganz oft angeklungen, das individualisierte und selbstgesteuerte Lernen.
Das kann man nicht machen, wenn kein Schüler mehr in der Schule ist. Dann kann man das nicht organisieren. Das heißt, die Schüler müssen das vorher schon kennen und gewohnt sein und dann einfach zu Hause weitermachen können in ihren Lerngruppen. Digitalisierung ist nicht so schnell hinzukriegen. Einige Schulen haben es bewundernswerterweise wirklich in ein paar Monaten aus dem Boden gestampft. Ich habe dazu 8 Jahre gebraucht in Göttingen, also es hat schon eine ganze Weile gebraucht. Aber die Infrastruktur muss da sein und es muss klar sein, dass das eine neue Lernkultur ist. Also einfach nur, wie das jetzt laufen soll, dass man Laptops an Lehrer verteilt. Also das ist ja das Letzte, was da jetzt an Idee gekommen ist. Es muss klar sein, dass wenn die Schüler auch Zugang zum Wissen haben und nicht nur durch den Lehrer praktisch gefiltert und kontrolliert, dass Lehrer nur die Fragen stellen, auf die sie schon die Antworten kennen, dass also beide in einen Lernprozess gehen, wo auch die Lehrer Wissende, nicht nur Wissende, sondern auch Suchende sind und gar nicht wissen, was kommt am Ende eigentlich dabei raus an Ergebnis und stolz sind, dass Kinder zu Lösungen gefunden haben, auf die sie selber gar nicht gekommen sind. Das ist ein Kulturwandel. Und ich denke und wir von der Schulakademie denken, dass das ein sehr wichtiger Kulturwandel ist, der dann auch mit anderen Krisen, die mit Sicherheit in einigen Jahren folgen werden, wenn wir dieses hier irgendwie hinter uns gebracht haben, dann Platz greift. Kooperation ist eben schon ein paar Mal genannt worden. Es geht nicht im Einzelkämpfertum, nur in Kooperationen. Aber dafür müssen auch Strukturen geschaffen werden. Und Kooperation kann nicht nur in Schule gut laufen, sondern muss auch in Schulverwaltung und Ministerien gut laufen. Es kann nicht sein, dass die top-down agieren und in Schulen werden dann partizipative Prozesse gemacht. Dazu müssen Schulleitungen natürlich und Lehrkräfte ausgebildet werden. Es müssen Strukturen dafür geschaffen werden. Und das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Ich glaube, wir müssen uns alle mal Gedanken darüber machen, was diese Veranstaltung Schule denn überhaupt soll, welche Funktion sie hat. Und mein Lieblingsbuch ist im Augenblick Der tanzende Direktor von Verena Haase über das neuseeländische Schulsystem. Und da hat mich fasziniert, dass die Neuseeländer eigentlich nur 5 Lernziele bekannt geben. Also Schüler, die die Schule oder Kinder, die die Schule verlassen, sollen denken können. Ist doch toll, ne? Die sollen denken gelernt haben, sollen Symbole und Sprache benutzen, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, sich selbst managen und zu anderen in Beziehung treten. Ich glaube, wenn wir das über unsere Schulen drüber schreiben würden und sagen, wir haben den Anspruch und die Verantwortung dafür, dass Kinder, die in eine Schule gehen und diese Schule dann verlassen, dass sie das gelernt haben, an welchen Lerngegenständen auch immer, dass wir dann sehr viel entlasteter wären und nicht immer hinterherhecheln, weil wir wissen, wir schaffen das Pensum, was uns da vorgeschrieben wird, sowieso nicht. Und wir sind dafür verantwortlich, dass irgendwelche zentralen Arbeiten da geschafft werden. Wenn wir uns darauf besinnen könnten, was Schule wirklich soll für diese Gesellschaft, dann könnten wir auch sicherlich besser mit anderen Situationen und schwierigen Situationen umgehen. Und dafür will die Deutsche Schulakademie mit ihren Empfehlungen, die auch immer wieder in den einzelnen Themenbereichen auf ausführlichere Paper verweisen, also es lohnt sich wirklich, sich da mal durchzuklicken, da einen Beitrag leisten, um eben deutlich zu machen, es ist nicht Sache jeder einzelnen Schule, irgendwelche Wege zu finden, die, mit denen sie sich durchwursteln können, wie das eben anklang, sondern es gibt bestimmte Strukturen, die auch in der Befragung der Schulpreisschulen deutlich geworden sind, bestimmte Strukturen, die hilfreich sind, wenn man solchen Krisen ausgesetzt ist. Und da lohnt es sich, auf den Weg zu machen, aber nicht das alleine zu tun, sondern zu gucken, ob man nicht Verbündete findet, die einen dabei unterstützen und dass man da dann kooperativ und gemeinsam in diese Richtung sich bewegt. Das war's. Ganz lieben Dank fürs Plädoyer auch. Vielen, vielen Dank und die herzliche Einladung, auch später dem Link zu folgen und sich das Positions- und bildungspolitische Paper nochmal genau anzuschauen und auch nochmal intensiver in die einzelnen Themenbereiche reinzusagen. Vielen Dank für die Zusammenfassung sozusagen in kurzer Zeit, lieber Wolfgang. Ich danke dir ganz herzlich auch für die Teilnahme und denke auch, genau, ich spreche da auch aus von einer Person aus dem Chat, es klingt sehr ermutigend, sich gemeinsam zu schließen und da nicht immer für sich Einzellösungen zu finden.
Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen, die daran teilgenommen haben an unserem Webinar. Ich möchte mich bei den Mitwirkenden bedanken, die sowohl in den Breakout-Sessions moderiert haben, die Impulse geliefert haben. Ich bedanke mich herzlich bei Vincent Steinel und Fong für die Moderation im Hintergrund. Dankeschön, dass alles auch technisch gelöst werden konnte. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen, die bei der Themenwoche teilnehmen und rege teilnehmen. Das freut uns enorm. Mir bleibt es noch zu sagen, dass es gleich weitergeht im Programm mit der Frage, wie ändern sich Lehr- und Lernräume in einer Digitalität, in der Kultur der Digitalität. Um 18 Uhr geht es damit weiter. Schauen Sie gerne nochmal auf die Website und auf das umfangreiche Programm. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, und ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie Feedback dalassen. Wir blenden jetzt einen Link ein, dem Sie gerne jetzt schon folgen können und wo Sie uns Rückmeldung geben kann, von dem wir dann wiederum lernen und auch ein bisschen besser werden. Insofern stoppen wir jetzt die Aufnahme und sagen Tschüss an der Stelle. Dankeschön.